So, als nächstes kommen wir zur Induktion zweiter Art. Mathematisch gesehen, B Punkt ist jetzt ungleich 0, das heißt, die magnetische Flussdichte ändert sich mit der Zeit, während A senkrecht Punkt 0 ist, das heißt, der Leiter selber, der ruht. Also ruhender Leiter in einem zeitlich veränderlichen Magnetfeld. So, eine der wenigen Situationen, die ihr hier rechnerisch in den Griff bekommt, ist hier dargestellt. Ihr habt eine immer lange und schlanke Spule, sonst gelten unsere bekannten Formeln nicht, mit einer gegebenen Windungszahl klein n, Index f. Das f steht für Feld. Das ist die felderzeugende Spule. Und die wird jetzt an eine variable Spannungsquelle angeschlossen, wo ich zum Beispiel die Spannung linear hochregle von 0 auf 100 mA. Das heißt, I Punkt ist jetzt ungleich 0. Die Stromstärke ändert sich. In dieser Spule drin liegt eine Induktionsspule mit einer Windungszahl n Index int. Immer, auch wenn es nicht dabei steht, ist diese Fläche jetzt senkrecht zu den Feldlinien im Inneren der Spule. Das heißt, euer A senkrecht ist automatisch die Querschnittsfläche von dieser Induktionsspule. So, und was passiert jetzt? Durch diesen Strom wird jetzt in der Feldspule ein magnetisches Feld erzeugt. Hier sind die Feldlinien angedeutet. Im Inneren dieser langen, schlanken Spule wissen wir, das ist nahezu homogen und wir kennen auch eine Formel für die Flussdichte. Wenn jetzt aber die Stromstärke sich ändert, ändert sich natürlich auch die Flussdichte. Und damit habe ich genau die Situation. Es ruht ein Leiter, hier diese orangene Induktionsspule, in einem zeitlich veränderlichen Magnetfeld. Und wir gucken uns an, was jetzt erstmal mathematisch gesehen das Induktionsgesetz über diese Situation aussagt. Also hier ist wichtig zu unterscheiden, dass dieses n im Induktionsgesetz ist die Windungszahl der Spule, in der die Induktion stattfindet. Also hier könnt ihr jetzt noch ein Spannungsmessgerät anschließen und messen, welche Spannung entsteht denn hier durch diesen Stromstärkeanstieg zum Beispiel. Dann Phi ist B mal A. A ist eben die Querschnittsfläche der Induktionsspule, deswegen A int. Und weil das sich nicht ändert, sondern B, muss ich beim Ableiten nur das B ableiten, also B Punkt. Jetzt kommt die bekannte Formel für die Flussdichte in einer langen, schlanken Spule, zumindest in der Nähe der Mitte. Das ist magnetische Feldkonstante. Das ist magnetische Feldkonstante mal Windungsdichte, also Zahl der Windungen der Feldspule geteilt durch ihre Länge, mal eben die Stromstärke. Normalerweise steht hier noch ein μr mit dabei, wenn ich einen Eisenkern oder irgendwas reinlege. Das ist jetzt hier aber natürlich raus, wenn da eine andere Spule drin liegt. Ich könnte höchstens in die selber noch einen Eisenkern reinstecken. Aber das habe ich jetzt mal weggelassen. Dann sind das alles Konstanten. Beim Ableiten muss ich nur I ableiten. Also steht hier I Punkt. Mit einem großen Vorfaktor, den nenne ich hier klein k. Das ist einfach das Produkt all dieser Konstanten, die hier stehen. Und wenn ich dann I von t gegeben habe, dann kann ich auch I Punkt bestimmen und kriege die induzierte Spannung. Sowas könnte zum Beispiel im Abi mal auf euch warten. So, gleiches Argument wie da drüben, das Induktionsgesetz, so schön es ist, sagt überhaupt nicht, was physikalisch hier passiert. Auch das ist oft wichtig zu verstehen, wie man jetzt physikalisch das Entstehen einer Spannung hier erklären kann. Das hat der geniale schottische Physiker James Clerk Maxwell 1865 herausgefunden. Der hat nämlich herausgefunden, wann immer sich die Flussdichte eines Magnetfelds ändert, entstehen aus dieser Änderung heraus elektrische Wirbelfelder im Raum. Das sind elektrische Felder mit geschlossenen Feldlinien. Das ist was ganz Neues. Bisher kannten wir nur Felder, die bei positiven Ladungen anfangen und in negativen Ladungen enden. Maxwell hat gesagt, es gibt noch eine andere Art, elektrische Felder zu erzeugen, nämlich indem man bei einem Magnetfeld die Flussdichte ändert. Eine der berühmten Maxwell-Gleichungen besagt, ohne dass wir jetzt mathematisch das verstehen könnten oder näher darauf eingehen, B Punkt, also hier zeitliche Änderung der Flussdichte mit noch einem Minuszeichen davor, ist gleich der sogenannten Rotation eines elektrischen Feldes. Das ist ein mathematischer Ausdruck, der beschreibt grob gesagt die Verwirbelung dieses Feldes. So, müsst ihr euch also hier vorstellen, wenn dieses grüne Magnetfeld sich ändert in seiner Flussdichte, entstehen geschlossene elektrische Feldlinien. Und die durchsetzen jetzt die Induktionsspule und diese Feldlinien, sind ja elektrische Feldlinien, können jetzt die Elektronen in den Drähten dieser Spule verschieben und damit zum Entstehen einer Spannung führen. Ganz wichtiger Unterschied zu vorher,
Bei Induktion erster Art haben wir gesagt, es wirkt die Lorentzkraft. Ich habe irgendwie bewegte Elektronen im Leiter, auf die wirkt eine Lorentzkraft, die verschiebt die Elektronen und führt zum Entstehen einer Spannung. Das kann hier nicht sein, denn die orange Spule ruht ja komplett. Das heißt, die Elektronen dort drin haben keine Bewegungsgeschwindigkeit. Das heißt, hier gibt es keine Lorentzkraft. Das ist also physikalisch grundverschieden von der Induktion erster Art. Umso bemerkenswerter, dass das Induktionsgesetz eben beide Aspekte in einer Formel vereint. Manchmal ist tatsächlich, das hier habe ich einer recht aktuellen Abi-Aufgabe entnommen, diese Situation, dass ihr tatsächlich die Richtung des Wirbelfeldes rausfinden sollt oder zumindest des davon induzierten Stromes. Das macht er immer über die Lenzsche Regel. Eine gute Formulierung, nicht ganz perfekt, wir sehen es bei der Selbstinduktion, aber eine, die meistens gilt, ist, wenn ein Induktionsstrom fließt bei einem Induktionsprozess, muss der immer so gerichtet sein, dass er seiner Entstehungsursache entgegenwirkt. Das ist nichts anderes als der Energieerhaltungssatz für Induktionsprozesse. Schauen wir uns diese Situation an. Wir haben einen Stabmagneten, Nordpol, Südpol, der ist an der Feder aufgehängt und der schwingt jetzt. Zunächst mal ohne dieses hier. Wenn ich dann von der Dämpfung hier absehe, würde der immer schön harmonisch auf- und abschwingen. Jetzt mache ich hier einen Alu-Ring hin, wo dieser Magnet eintauchen kann. Alu ist nicht magnetisch, es kann also nichts mit irgendeiner magnetischen Kraftwirkung zu tun haben. Trotzdem stellt man fest, dieses Magnetfederpendel wird relativ schnell zur Ruhe kommen, das wird abgebremst. Das wollen wir jetzt verstehen. Wenn er das versteht, versteht er auch, wie man die Richtung des Wirbelfeldes rausfindet. Also machen wir die Situation, dass der sich gerade hier nach unten bewegt. Hier haben wir den Nordpol, das heißt, die magnetischen Feldlinien gehen hier so raus in diese Richtung. Und auf Höhe des Alu-Rings nimmt jetzt die Flussdichte gerade zu, denn der Nordpol nähert sich ja hier diesem Alu-Ring und beim Nordpol ist eben die Feldliniendichte am höchsten, die Flussdichte ist dort am größten. So, jetzt sagt Maxwell ganz allgemein, weil sich hier eine magnetische Flussdichte ändert, müssen elektrische Wirbelfelder entstehen, also hier diese geschlossenen roten Feldlinien. Diese durchsetzen dann irgendwann den Alu-Ring und jetzt folgen die Elektronen in dem Alu-Ring hier diesem elektrischen Feld und fangen an, sich zu bewegen. Und jetzt überlegen wir, wie müssen die sich bewegen? Da müsst ihr euch an diese Regel erinnern, rechte Faustregel, technische Stromrichtung. Wenn ein Strom fließt, dann erzeugt er ein Magnetfeld, dessen Richtung durch hier diese Krümmung der Hand gegeben ist. Jetzt ist klar, nach der Lenzschen Regel, der Induktionsstrom, der hier entsteht, muss seiner Entstehungsursache entgegenwirken. Die Entstehungsursache ist die Zunahme der Flussdichte, das heißt, das magnetische Feld, das dieser Induktionsstrom hervorrufen wird, muss entgegengesetzt zu diesem Feld gerichtet sein. So, und das heißt doch, technische Stromrichtung hier vorne in dem Ring muss in diese Richtung sein, weil dann sind die Feldlinien, die magnetischen Feldlinien, die dieser Strom erzeugt, nach oben gerichtet und schwächen damit dieses Feld ab, beziehungsweise wirken dem Anstieg entgegen. Das heißt, die Richtung des elektrischen Wirbelfeldes, die ist gleich der technischen Stromrichtung, die muss so rum sein. Denn jetzt würden Elektronen sich in diese Richtung bewegen, entgegen der Pfeilrichtung. Das heißt, technische Stromrichtung des Induktionsstroms ist, wie es sein muss. Und jetzt noch zum Bremseffekt. Ihr habt hier diesen Alu-Ring, da kommen magnetische Feldlinien raus. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, hier oben, das ist wie so ein zylindrischer Permanentmagnet, aus dem Feldlinien nach oben rauskommen. Das heißt, er hat formal gesehen oben seinen Nordpol. Damit wird dieser Nordpol abgestoßen. Das erklärt die Bremswirkung. Okay, falls das alles zu viel und zu schnell war, gilt grundsätzlich für dieses ganze Video. Es gibt hier zu allen Teilabschnitten ausführliche Videos, wo diese Phänomene nochmal im Detail erklärt werden. Das soll jetzt einfach nur ein Überblick über alles sein. Deswegen kommt manches vielleicht ein bisschen zu kurz. Da haben wir auch schon eine Anwendung gesehen. Die sogenannte Wirbelstrombremse kann man auch mit Induktion erster Art realisieren, wenn da in einer Metallscheibe die bewegt wird. Egal. Dann die klassische Anwendung ist der Generator oder auch einfach der Fahrraddynamo. Da ist ein Magnet drin, der bewegt wird. Hat eben den Vorteil, dass ich keine Schleifkontakte brauche. Und so stellt man auch großtechnisch Wechselspannung im E-Werk her. Man hat einen riesigen Elektromagneten, der sich bewegt. Durch Induktion zweiter Art wird in großen umliegenden Kupferwindungen eine Wechselspannung erzeugt. Induktionsherd funktioniert auf diese Art und Weise, dass Wirbelfelder im Boden Ströme auslösen.
die dann den Topf erwärmen. Wenn ihr irgendwas kabellos aufladet, ist genau dieser Prozess. Induktion zweiter Art, entstehen Wirbelfelder, die, nachdem man den davon erzeugten Induktionsstrom gleichgerichtet hat, eine Batterie oder einen Akku eben aufladen. Auch eine lustige Anwendung, die Coilgun, ohne dass wir jetzt Details machen. Und weil es so wichtig ist, und dazu gibt es noch kein extra Video, sage ich jetzt noch ein paar Worte tatsächlich über den Transformator. So, das ist eine sehr schöne Anwendung von Induktion zweiter Art. Hier wirklich nur grober Überblick. Für die Details muss man sowieso mehr Wechselstromlehre verstehen, als wir das tun. Also um einen belasteten Trafo zum Beispiel richtig zu verstehen, da lassen wir die Finger davon. Transformator besteht aus zwei Spulen, die durch einen Eisenkern verbunden sind. Ja? Nicht leitend, ja, die sind isoliert gegenüber dem Eisenkern, sondern der sorgt nur dafür, dass das magnetische Feld, das in dieser Spule entsteht, quasi um die Ecke gebogen wird und diese Spule durchsetzt. Heißt dann, wenn wir von Streuverlusten absehen, wenn hier eine Flussänderung Phi1 Punkt stattfindet, dann wird die durch den Eisenkern quasi hier rüber gebogen und ich kriege hier die gleiche Flussänderung Phi2 Punkt. Und das ist das Prinzip des Transformators. Wenn ich hier nämlich eine Wechselspannung anlege, habe ich ja hier in der ersten Spule, sogenannten Primärspule, ein sich ständig auf- und abbauendes magnetisches Feld, das sogar seine Richtung ändert. Das heißt, ich habe eine ständige Flussänderung, die, wie gesagt, jetzt hier übertragen wird in diese zweite Spule. Und physikalisch gesehen, laut Maxwell, entstehen jetzt ständig hier so elektrische Wirbelfelder, auch hier, die habe ich jetzt hier der Übersichtlichkeit halber nicht mehr eingezeichnet. Und diese elektrischen Wirbelfelder bewegen jetzt in den Windungen der Sekundärspule die Elektronen und führen damit zu einer Ladungstrennung und zu einer Spannung. Und dann ist eigentlich auch schon anschaulich klar, wenn in jeder Windung eine Spannung induziert wird und ich habe N2 Windungen, dann addieren die sich alle. Und tatsächlich gelten diese beiden Transformatorgleichungen, die Spannung U2, weil es eine Wechselspannung ist, sollte man hier vom Effektivwert reden. Das ist also zum Beispiel die 230 Volt bei der Steckdose, das ist ein Effektivwert. Das ist nicht die Maximalspannung der Wechselspannung, sondern die Maximalspannung ist Wurzel 2 mal 230 Volt. Das ist letztendlich der Wert, den eine Gleichstromquelle haben müsste als Spannung, damit sie dieselbe Leistung, wie so eine Wechselspannung, liefert. Egal, die Transformatorgleichung des unbelasteten Transformators lautet so: unbelastet heißt, ich ziehe hier keinen Strom raus, ja, also ich schließe keinen Verbraucher an. Die Spannung hier, die Sekundärspannung oder deren Effektivwert, verhält sich zur Primärspannung genauso wie die Windungszahlen. Heißt, wenn ich hier einen Faktor von 100 kriege, also wenn ich 100 mal so viele Windungen hier habe wie hier, dann wird die Spannung auf ein Hundertfaches hochtransformiert. Ja? Genau das macht man auch beim Transport elektrischer Energie, wenn man es über Wechselspannung macht, dass dann erstmal die Spannung mit einem Trafo auf große Werte hochtransformiert wird. Wenn ich hier dann einen Verbraucher anschließe und somit Leistung rausziehe, dann gilt, dass die Stromstärke hier im Sekundärkreis im Verhältnis zur Stromstärke im Primärkreis sich gerade umgekehrt verhalten wie die Windungszahlen. Das heißt, wenn ich hier eine kleine Windungszahl habe, N2, dann wird dieser Bruch größer und dann kriege ich größere Stromstärken. Also im Hochstromtrafo, wenn ich dann hohen Strom rausziehen will, brauche ich hier eine kleine Windungszahl im Vergleich zur Primärwindungszahl. Okay, das war es in aller Kürze zum Transformator, eine sehr wichtige Anwendung der Induktion zweiter Art. So, und als letztes noch eine weitere schöne Anwendung der Induktion zweiter Art auf eine Spule selbst, deswegen der Name Selbstinduktion. Ich kann mir in dieser Situation ja einfach die orange Spule wegdenken. Die elektrischen Wirbelfelder entstehen natürlich unabhängig davon, ob da eine Induktionsspule liegt oder nicht, und durchsetzen auch die Feldspule selber und bewirken dort auch was. Ja? Also hier diese roten Wirbelfelder, müsst ihr euch jetzt vorstellen, durchsetzen auch die Windungen der Spule selber und machen dort was mit den Elektronen. Und das nennt man Selbstinduktion, wenn also die Induktionsspule identisch ist mit der Feldspule. Da müsst ihr nichts anderes machen, als, auch falls das mal gefragt sein sollte, Herleitung für die Induktivität groß L. Ihr macht genau diese Rechnung. Nur ist jetzt eben n int und n feld das gleiche, also einfach nur klein n.
Wenn er das dann macht mit hier beiden kleinen n's, den Index klein int könnt ihr weglassen und gegebenenfalls noch μ r für irgendeinen Eisenkern dazu schreibt, dann kriegt er jetzt als Spezialfall von dieser Rechnung eine Konstante, die nennen wir jetzt groß L, und genau wieder diesen Zusammenhang, nämlich die induzierte Spannung in der Spule selber ist ihre Induktivität mal die zeitliche Änderung der Stromstärke, also I Punkt. Und wie gesagt, aus dieser Herleitung kommt dann die Formel für die Induktivität. Meistens reicht es, wenn ihr die auswendig könnt und anwenden. Also magnetische Feldkonstante mal magnetische Permeabilität für irgendeinen Eisenkern, was das Magnetfeld noch verstärkt. Dann wichtig, mal Windungszahl im Quadrat, mal Querschnittsfläche der Spule geteilt durch die Länge der Spule. Die Einheit der Induktivität ist Henry. Das ist Voltsekunde durch Ampere, denn hier insgesamt muss ja Volt rauskommen. I Punkt hat die Einheit Ampere pro Sekunde, zeitliche Änderung der Stromstärke. Also muss dieser Vorfaktor die Einheit Voltsekunde durch Ampere haben. So, bei der Selbstinduktion unterscheidet man zwischen Einschaltvorgang und Ausschaltvorgang. Einschaltvorgang heißt, ihr habt eine Spule, der Strich bedeutet Eisenkern, der Induktivität L. Groß R, wichtig, das ist der Gesamtwiderstand des Stromkreises, denn die Windungen der Spule haben natürlich auch einen Widerstand. Den packen wir in das R mit rein. Also wir reden hier von einer sogenannten idealen Spule, die nur eine Induktivität hat, und den Anteil des Widerstands, der zur realen Spule dazugehört, schieben wir in das R rein. Dann mache ich einen Schalter zu und dann, das sind die klassischen Versuche, wo jetzt ein Lämpchen eben nicht direkt angeht. Aus Gründen, die wir jetzt gleich verstehen werden. Erstmal, was passiert physikalisch? Wir haben eine Stromstärkezunahme, offensichtlich. Denn wenn der Schalter offen ist, habe ich gar keinen Strom. Wenn ich ihn zumache, bildet sich eine Stromstärke aus. Das heißt, I Punkt ist größer 0. Heißt für die magnetische Flussdichte in der Spule, die nimmt ebenfalls zu. Also B Punkt größer 0. Dann sagt der liebe Herr Maxwell, jetzt entstehen elektrische Wirbelfelder. Und die durchsetzen jetzt eben auch die Windungen der Spule selber. Und machen dort was. So, und dieses Etwas muss jetzt gemäß Lenzscher Regel die Ursache behindern oder der Ursache entgegenwirken. Ja, die Ursache ist ja eben, dass hier eine Batterie angeschlossen wurde, die jetzt für eine Stromstärke sorgt. Also muss die induzierte Spannung in der Spule dieser äußeren Spannung entgegenwirken. Und das heißt, es wird sich hier ein Pluspol von der induzierten Spannung ausbilden und hier ein Minuspol. Und jetzt wirkt dieses positive Potenzial diesem hier entgegen und genauso da drüben. Ganz, ganz wichtig, das ist einer der Ausnahmefälle, wo ihr bei der Lenzschen Regel nicht von einem induzierten Strom sprechen dürft. Denn es ist auf keinen Fall so, dass jetzt die Batterie einen Strom in diese Richtung durch die Spule treibt und die Wirbelfelder einen Teil der Elektronen in die andere Richtung befördern würden. Ja, das wäre Unsinn. Es gibt am Ende ein elektrisches Feld, nachdem sich hier diese beiden überlagert haben und damit auch eine Stromrichtung. Also hier bitte vermeiden, von einem induzierten Strom in Gegenrichtung zu sprechen. Sondern hier muss man wirklich sagen, die induzierte Spannung behindert jetzt die äußere Spannung U0. Okay, jetzt zur mathematischen Betrachtung. Auch hier sieht man wieder, blindes Setzen eines Minuszeichens bringt überhaupt nichts. Wenn man sich die Formel merkt, Uint ist minus L mal I Punkt, hat keinen physikalischen Inhalt. Wir machen Folgendes, wir laufen einmal im Kreis. Wir fangen hier an und gucken jetzt die Spannungen an. Nachdem ich einmal im Kreis gelaufen bin, müssen alle Spannungen sich insgesamt zu 0 Volt addieren. Das ist der Energieerhaltungssatz für solche elektrischen Netzwerke. Jetzt Achtung, wir messen, wie wir gerade herausgefunden haben, von hohem zu tiefem Potenzial. Denn die Spule hat ja durch die Wirbelfelder hier den Pluspol und da den Minuspol. Das heißt, die Spannung, die hier rauskommt, muss positiv sein. So, I Punkt ist aber positiv, das heißt L mal I Punkt ist hier positiv. Und damit ist das korrekte Vorzeichen hier ein Plus. Dann der Vorteil davon, dass wir in technischer Stromrichtung laufen, ist, dass der Spannungsabfall hier an einem Widerstand automatisch positiv ist. Also nehme ich einfach R mal I. Und jetzt hier bei der Batterie laufe ich von tiefem zu hohem Potenzial, diese Spannung hier ist jetzt minus U0. Und wie gesagt, alles aufaddiert ist 0 Volt. Dann löse ich das auf nach I Punkt und dann habe ich die Differentialgleichung dGL des Einschaltvorgangs.
Meistens wird gar nicht erwartet, dass ihr jetzt mathematisch mit diesem Ding umgehen müsst, außer für den Zeitpunkt t gleich 0. Wenn ihr hier t gleich 0 einsetzt, steht hier I von 0. Die Stromstärke ist im Einschaltmoment aber noch 0. Das heißt, das Ganze ist weg und es bleibt diese wichtige Gleichung stehen. I Punkt von 0 ist U0 durch L und damit proportional zum Kehrwert der Induktivität der Spule. Und I Punkt von 0 hat geometrisch die Bedeutung der Tangentensteigung der Stromzeitkurve, die so aussehen wird. Und dann ist eine beliebte Abi-Aufgabe, man gibt euch so eine Kurve, ihr zeichnet so gut ihr könnt die Tangente ein, lest deren Steigung ab mit Steigungsdreieck, dann habt ihr I Punkt von 0 und wenn dann noch U0 gegeben ist, könnt ihr die Induktivität der Spule bestimmen. Auch wichtig in dem Zusammenhang hier, wenn der Induktionsprozess zum Erliegen kommt, wird sich eine Maximalstromstärke einstellen von U0 durch R. Dann ist nämlich so, die Spule leistet jetzt keinen Widerstand mehr und ich habe letztlich nur noch hier diese Konstantspannungsquelle und den Widerstand R. Also ist hier die Höhe dieser Asymptote bei U0 durch R. So, man kann auch hier diese DGL lösen. Das wird im Abi nicht von euch erwartet werden, der Nachweis dieser Lösung. Aber ich habe schon mal gesehen, dass diese Funktionsgleichung gegeben wurde und man damit rechnen musste. Das ist also kein Fehler, wenn man sich da schon mal dran gewöhnt. Früher, als in Mathe noch beschränktes Wachstum thematisiert wurde, konnte man das sowieso. Da hat man solche DGLs tatsächlich gelöst. Egal. Die Stromstärke in Abhängigkeit von der Zeit ist gegeben durch Maximalstromstärke mal hier dieser Ausdruck 1 minus eine E-Funktion und oben steht minus t, die Zeit, durch die sogenannte Zeitkonstante, ein kleines griechisches Tau, das ist L durch R, also gerade der Kehrwert von diesem Ding, der vor dem I von t steht. Das heißt deswegen Zeitkonstante, zum einen, weil hier als Einheit Sekunde rauskommt. Gute Übung für euch, zusammen mit Henry und Ohm, also Volt durch Ampere, euch überzeugen, dass es eine Sekunde ergibt, die Einheit. Und die heißt auch so, weil nach 5 mal Tau man sagen kann, der Einschaltvorgang ist so gut wie beendet. Da sind dann über 99% der Maximalstromstärke erreicht. Und für praktische Zwecke kann man sagen, okay, Einschaltvorgang ist vorbei. Das heißt, diese Zahl gibt euch so eine Größenordnung dafür, wie lange es denn dauert, bis die Stromstärke auf ihrem, in Anführungsstrichen, normalen Wert ist. So, in diesem Zusammenhang gibt es noch eine nette weitere Möglichkeit, wie man die Induktivität aus dem Diagramm bestimmen kann. Die ist sogar präziser, denn die Tangente ist ja immer so eine Sache, wenn man die freie Auge einzeichnet. Da kommen dann schnell mal relativ große Abweichungen raus, wenn die Steigung nicht ganz stimmt. Die sogenannte Halbzeit ist durch diese Formel gegeben. Das ist einfach die Zeit, die es braucht, bis die halbe Maximalstromstärke erreicht ist. Und das könnt ihr am Diagramm ganz bequem ablesen. Ihr guckt nach der halben Maximalstromstärke, lest die zugehörige Zeit ab und dann gilt diese Formel. Die Halbzeit ist der natürliche Logarithmus von 2, also ungefähr 0,7, mal diese Zeitkonstante. Und da steckt ja das L drin. Das heißt, wenn ihr das ablest, R gegeben habt, dann könnt ihr aus der Formel mühelos die Induktivität bestimmen, ohne eine Tangente irgendwie reinbasteln zu müssen. Und meistens steht in der Aufgabe nicht drin, mithilfe der Tangente, sondern bestimmen Sie die Induktivität mithilfe des Diagramms, dann würde ich tatsächlich das hier empfehlen. Okay, Maßstab passt nicht ganz. Das hier sind ungefähr 0,7 Tau, also wäre 5 Tau weiter rechts. Aber egal, ist ja nur eine Skizze. Ufa, gleich haben wir es geschafft. Langes Video. Zum Abschluss noch den Ausschaltvorgang. Der hat zum Beispiel Anwendungen, wenn ich einen Zündfunken oder irgendwelche hohen Spannungen erzeugen will, um eine Leuchtstoffröhre zu zünden oder beim Verbrennungsmotor einen Zündfunken zu erzeugen. Auch dazu siehe extra Videos für die Details. Da ist es so, ich habe, wenn der Schalter hier liegt, eine Spule an der Spannungsquelle und dann lege ich den Schalter um und die Spannungsquelle ist raus. Dann übernimmt die Spule die Funktion der Spannungsquelle, denn durch das Umlegen des Schalters wird ja die Stromstärke absinken, ich schneide ja die äußere Spannungsquelle ab und laut Lenz will die Spule das verhindern. Damit muss ich jetzt hier die Spule umpolen, es muss hier ein Pluspol entstehen, da ein Minuspol durch die elektrischen Wirbelfelder, denn die technische Stromrichtung soll ja hier, also der Strom soll in diese Richtung weiterfließen. Ja?
will also der Ursache der Induktion entgegenwirken. Die Ursache ist die Abnahme der Stromstärke, also versucht die Spule noch den Strom weiter in diese Richtung zu treiben. Das könnt ihr euch in Worten gerne nochmal selber aufschreiben, habe ich hier drauf verzichtet. DGL ist hier noch schneller herzuleiten. Jetzt wieder Achtung. Ich laufe wieder in technischer Stromrichtung einmal im Kreis. Jetzt messe ich von tiefem zu hohem Potenzial. Das heißt, die Spannung, die rauskommt, muss negativ sein. Aber hier weiß ich ja, ich bin im Fall I-Punkt ist kleiner 0. Die Stromstärke nimmt ja ab. Also ist auch hier das Pluszeichen das richtige Vorzeichen. Es wäre also wirklich fatal, wenn euch einfach einprägt, U-Int ist immer minus L mal I-Punkt und es dann gedankenlos hinschreibt. Dann am Widerstand gilt wie vorher, Spannungsabfall in technischer Stromrichtung ist positiv, L mal I. Dann kommt er auf diese DGL. Die ist einfacher zu lösen als die da, das ist nämlich eine ganz simple E-Funktion. Tau ist wieder der Kehrwert von diesem hier, also L durch R, wieder die gleiche Bedeutung, Zeitkonstante. Und auch hier gilt diese nützliche Formel, die Halbwertszeit könnte man hier das nennen. Also die Zeit, wie lange es dauert, bis die Stromstärke vom Anfangswert I0 auf den halben Anfangswert I0 abgesunken ist, ist wieder natürlicher Logarithmus von 2 mal dieses Tau. Und daraus könntet ihr dann die Induktivität bestimmen. Meistens kommt aber der Einschaltvorgang im Abi dran. Dann noch ein subtiler Punkt zum Schluss. Man könnte ja ganz naiv denken, ja, die große Induktivität sorgt für große Spannungen beim Ausschaltvorgang. Das ist nämlich, wie gesagt, eine der Hauptanwendungen. Wenn ich den Schalter hier umlege, kann es sein, da entstehen sehr, sehr hohe Spannungen, deutlich größere Spannungen als die Batteriespannung. Der klassische Versuch ist, dass ich hier eine Glimmlampe parallel anschließe und hier eine, was weiß ich, paar Volt Batterie nehmen. Die Glimmlampe zündet erst ab 100 Volt. Wenn ich dann aber den Schalter aufmache, geht die Glimmlampe an. Das heißt, da müssen Spannungen von über 100 Volt entstanden sein. Wenn man sich das näher anguckt, hat es letztendlich aber nur mit dem Verhältnis der Widerstände zu tun. Also wenn ich im Ausschaltstromkreis einen deutlich größeren Widerstand habe als im Einschaltstromkreis, in dem Schaltplan werden wir jetzt gleich, müsst ihr euch also vorstellen, hier ist jetzt ein sehr, sehr großer Widerstand, wie zum Beispiel eine nicht gezündete Glimmlampe, dann ist dieser Bruch sehr groß und dann wird auch dieses ganze Ding hier sehr groß und das ist die Induktionsspannung im Ausschaltmoment. Was auf den ersten Blick verwirrend ist, das scheint gar nicht von der Induktivität abzuhängen, aber die induzierte Spannung als Funktion der Zeit ist gegeben durch diese Zahl und dann eben diese E-Funktion. Ja, ich muss ja nichts anderes machen, als L mal I Punkt zu betrachten. Das ist gerade R mal I von T. Also dieses Ding hier. Und hier seht ihr jetzt, da steht die Induktivität drin. Und wenn die groß ist, dann dauert es entsprechend länger, bis die Kurve absinkt. Denn hier das 5 mal Tau ist wieder, wann ist der Ausschaltvorgang so gut wie beendet. Bei großem L geht das langsamer und damit habe ich mehr Zeit, wo diese große Ausschaltspannung quasi sich austoben kann und Energie übertragen. Das nur am Rande, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es im Abi drankommt, aber vermeidet bitte so Ausdrücke wie im Einschalt- oder Ausschaltmoment ist die Spannung sehr, sehr groß, weil die Induktivität groß ist. Es ist zum einen hier komplett falsch, denn im Einschaltmoment ist die induzierte Spannung zu Beginn einfach immer so groß wie U0. Seht ihr hier, L mal I Punkt von 0 ist ja die induzierte Spannung zum Zeitpunkt 0, das ist immer gleich U0. Und im Ausschaltmoment hängt es, wie gesagt, vom Verhältnis der Widerstände ab und nicht von der Induktivität. Uffa, okay, das war's. Sehr, sehr viel, aber Induktion ist eben auch ein großes Thema. Ich hoffe, diese Kurzzusammenfassung und diese Übersicht hilft euch bei der Abi- oder Klausurvorbereitung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht es gut.